Hallöchen, meine lieben Freunde. Wir sind zurück bei Minecraft Hardcore Version 5.0 oder sowas. Ich, Idiot, habe leider vergessen, dass ich Holz brauchte. Aber es ist jetzt Nacht und ich kann nichts mehr machen, außer jetzt wahrscheinlich runtergehen und einfach nur farmen. Oh, das machen wir jetzt auch. Stoßen uns ein paar Mal in den Kopf. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Fackel. Okay, ein paar Spitzhacken haben wir gemacht. Haben wir auch eine Eisenspitzhacke gemacht? Jep, haben wir. Sehr gut. Wenn die kaputt sind, können wir eh wieder hoch. Dann ist wieder Tag normalerweise. Sollte eigentlich alles super funktionieren. Oh nein, Kies. Ich hasse Kies, wenn ich unterirdisch graben möchte. Müssen wir in die Richtung. So, dann haben wir nur noch eine Spitzhacke. Und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Bisschen runter müssen wir auf jeden Fall noch. Und dann haben wir bald genug Eisen für alles. Dann geht es nur noch an Diamantfarm. Das mache ich wie gewohnt einfach mal, ohne es zu zeigen, ganz ohne Risiko, einfach nur Strip Mine. Das ist einfach das Einfachste. Da hat man in einer Stunde genug Diamanten eigentlich raus. Besser als wenn man hier irgendwie das stundenlang hinauszögert und das zeigen möchte. Macht ja keinen Sinn. Eisen. Ich höre Wasser. Das ist unterirdisch. Manchmal gut, manchmal nicht ganz so gut. Ich gehe mal davon aus, dass diesmal eine gute Sache ist. Hier haben wir auf jeden Fall Eisen. Und auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Oh, wie tief bin ich denn? 5. Okay. Wir sind zu tief. Aber egal. Ja, ein Lapis gefunden und Lava. Das hätte auch schief gehen können. So, welche Höhe haben wir jetzt? 10, dann gehen wir mal hoch auf 11. Gucken wir, wo wir es finden. Herausfinden, wo das Wasser herkommt. Oder ob das für immer ein Mysterium bleibt. Ist auf jeden Fall ziemlich laut hier. Skelett höre ich auch. Spinne höre ich. Ziemlich dicht sogar. Mal in die Richtung kramen. Nee, da nicht. In die Richtung. Kann natürlich auch weiter hoch sein. Das weiß man immer nicht. Okay. Da auch nicht. Gut, dann versuchen wir das irgendwie nur zu finden. Wo denn jetzt? Das muss hier irgendwo sein. Das ist so laut. Da ist es. Da ist die Spinne. Aber sie kommt nicht an uns ran. So, auf jeden Fall haben wir dann hier schon mal eine Höhle gefunden. Wir werden jetzt erstmal das Eisen einschmelzen. Werden das hier zubauen, dass wir nicht auf blöde Ideen kommen und immer weiter runtergehen. In die Lava oder so. Wir müssen hier hoch. Tag dürfte bald wieder sein. So, das dauert ja nicht lange bei Minecraft. Ich glaube 6 Minuten oder so. Bis wir oben sind, ist es rum. Und dann können wir schön weiter überirdisch erforschen.
Und es regnet noch immer. Und ich höre. So. Haben wir auf jeden Fall ganz viel Essen. Sachen, die wir nicht brauchen, kommen dann erstmal im Mülleimer. Rote Beete. Scheiß drauf. Braucht kein Mensch. So, was fehlt uns denn noch an Rüstung? Nur noch ein Helm. Ja, das haben wir doch raus und dann können wir uns sogar noch mal eine neue Spitzhacke machen. Sensationell. Machen wir aber auch schon mal eine neue Steinspitzhacke. Zwei. So, was haben wir da noch, was wir nicht brauchen? Sehr gut. Helmchen. Und aufgesetzt. Und schon sind wir voll Eisen. Hühnchen essen. Lecker, 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 schmecker. So, und dann haben wir noch mehr Eisen. Ein Traum. Schreiben wir noch mal eine kurze Nachricht zurück. So, und dann haben wir das fertig. Nutzen wir die Kohle noch mal aus. Braten das Fleisch fertig. Machen uns dann noch eine Eisenspitzhacke. Und dann sind wir absolut zufrieden. Also, dann haben wir alles, was wir brauchen. So, ich kann daraus auch gleich Papier machen. Und auch noch Bücher. Aber da haben wir definitiv genug. Ich würde mal sagen, wir schauen mal, ob es vielleicht schon wieder hell ist draußen. Jo, ist es. Die nächsten Bäume sind echt weit weg. Aber wir müssen da mal hin. Und wir brauchen immer noch Schafe, damit wir nachts mehr schlafen können. Das wäre ein Traum. Ganz viel Schafe. So, Bäume fällen ist auch nicht das Interessanteste, aber das gehört dazu. Ach, wir können nichts mehr aufnehmen. So, dann fällen wir auch nur noch die Eichen. Für alles andere haben wir keinen Platz. Und dann machen wir uns mal eine Kiste und ganz viel Holz und so viel auf jeden Fall, dass wir nie wieder was machen müssen. Das wäre ein Traum. Hoffentlich kommt kein Creeper, der uns tötet, das wäre scheiße. Aber es wird schon klappen. So richtig ergiebig sind die Bäume auch nicht. Okay, die Axt ist natürlich auch nicht die beste. Haben wir es. Eine Werkbank. Erfolg! Sehr gut. So, und dann machen wir uns eine Steinaxt. Dann geht das auch schneller. Ja, um einiges. Traumhaft eigentlich. So. Regen hat aufgehört, ist auch viel angenehmer vom Sound. Ach ja, der gute alte Minecraft-Sound. Wie habe ich ihn vermisst? Ich dachte, er wäre ein Apfel gewesen. Okay. Ich falsch gesehen.
So, wie viel Holz holen wir uns denn eigentlich? Ich denke, mein ganzes Stack reicht für bis zum Ende. Dann lieber nochmal nach Schafen suchen gehen. Kann nicht sein, dass wir alle Tiere hier finden, außer Schafe. Okay, Lama habe ich auch noch nicht gefunden, aber das ist normal. Das gibt es ja nicht so oft. Haben wir jetzt 51, gut, viele brauchen wir nicht mehr. Drei Bäume noch. Dann haben wir es geschafft. So, noch mal gucken. Minus 250, minus 100 und dann wissen wir, wo es ist. So, den Baum noch. Haben wir sogar schon zu viel. So, Pilze. Okay. Ei. So, aber wo sind die Schafe? Bitte schön, sag mir, wo sind Schafe? Wo sind Schafe? Das Huhn mich gerade weggeschubst. Willst du mich verarschen? So ein kleines Huhn darf von großen Menschen wie mich wegschubsen. Natürlich. Super Mechanik hier. So, orientieren wir uns mal am Dorf, gehen da vorbei, gucken, was da vielleicht nachgewachsen ist, dass wir dann auch noch mal ein paar Sachen mitnehmen. Und dann wissen wir immer, wo es nach Hause geht. Vom Dorf Richtung Wüste. So, ein Baum noch. Okay, noch ein. Ich bin mir nicht sicher, wie viel ich brauche. Nicht, dass ich später wieder Holz brauche. So. Hallo, liebes Dorf. Wie geht's euch so? Habt ihr Schafe gesehen? Schafe? Kein Schaf. Nur ein Dorfbewohner. Nee. Karotten. Okay, Schweine sind da. Sagt mir Schweine, wo sind die Schafe? Wo sind die Schafe? Schweini, Schweini, Schweini. Wo sind die Schafi, Schafi? Okay, ich sehe hier nur Schweine. Gehen wir mal hier ein bisschen lang. Schweine. Und mehr. Jetzt vibriert auch noch mein Handy. Okay, da ist mehr, da brauchen wir glaube ich nicht lang gucken. Nicht, dass ich hier sterbe bei der Suche nach Schafen. Würde ich mir zutrauen. Da sind auch nur Schweine. So, wenn ihr Schafe hört, sagt Bescheid. Und wenn ihr seht, auf erst recht. Immer mal zum Rand des Waldes. Ich hoffe einfach, dass ich es hören würde, wenn jetzt hier unter mir welche wären. So, da ist nochmal eine Ebene, würde ich sagen, oder? Nein. Ups. Nur eine kleine Lichtung. Ach, Mist. Und da sind wieder Schweine. Ich brauche doch keine Schweine. Ich brauche Schafe. Ich brauche kein Zuckerrohr mehr. Ich brauche nur Schafe. Kohle ist aber auch nicht schlecht.
Die ist uns fast ausgegangen. Aber viel mehr auch nicht. Ich brauche Schafe. So. Ja, Hühner. Ja, Schweine, könnt grunzen, wie ihr wollt. Macht euch doch lustig über mich. So, sind wir hier im Sumpfgebiet. Gucken wir mal dahinter, ob wir hier was sehen, was Schafe ähnlich ist. Ja, Hühner. Wollt ihr mich verarschen? Hühner, Hühner, Hühner. Ja, gib mir doch deine Eier. Geh mal da hinten mal rüber. Und es wird schon gleich wieder dunkel. Sala. Ich glaube, ich werde hier nicht glücklich. Hängen geblieben auch noch. So, hopp, 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 hopp. Da hinten sind auch nur Hühner, oder? Oh mein Gott. Und wieder dunkel. Ei, das hätte auch ins Auge gehen können. So, Hühner, Hühner, Hühner. Ich sehe nur Hühner. Dementsprechend gehe ich wieder nach Hause. Oh, da ist ein Zombie. Heieiei. So früh geht das schon los. So, lieber ein bisschen Eier noch aufsammeln auf dem Rückweg. Oh, gleich kommen wieder die ganzen Skelette, die auf uns schießen. Aber wir sind ja schon fast zu Hause. Hallo Hühner. Habt ihr nochmal ein Ei für mich? Danke. Ihr seid so nett zu mir. Oh, Spinne. Wir brauchen irgendwas zum Zubauen. So. Gute Nacht, Kameraden. Sehr schön. So, was machen wir erstmal? Eine Kiste. Machen wir gleich zwei. Und die packen wir über unseren Mülleimer hin. Zack, und packen da erstmal ein paar Sachen rein, die wir aktuell nicht brauchen. Na, Essen nehmen wir mal mit. Das Buch brauchen wir nicht, die Bücher brauchen wir nicht, das Holz brauchen wir nicht. Gold, Lapis, Äpfel. So, dann noch lieber ein paar Spitzhacken mehr mitnehmen, dass wir da auch graben können und komplett erfolgreich sind. Aber wie es dann weitergeht, würde ich sagen, machen wir am nächsten Tag. Reicht für heute. Genug Spaß gehabt. Bis dann. Ciao, ciao.